Ja, schönen guten Abend und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel der Bietigheim Steelers gegen die Lausitzer Füchse. Endstand vor 3.427 Zuschauern, 6:1 für Bietigheim. Links neben mir der Coach der Gäste, Hannu Järvenpää, rechts neben uns unser Trainer Kevin Godet. Wie immer das erste Wort von unseren Gästen. Hannu, your statement to the game. I'm just happy it's over. Yeah, all I can say, home team, wow, what a game after a couple of losses. They really wanted to bounce back, and they certainly did that tonight against us. We had such a good game on Friday against Frankfurt. I think we lost part of our energy in that game. And it also it showed on the ice. We lost 3 points. We lost the battle, but we didn't lose a. We haven't lost a war yet. So story continues. Now we go back to Weißwasser, and there's 17 unhappy players, plus the coaching staff, and everybody can't be happy about this. But one thing for sure. The way home team played tonight, it was the best performance in this season against us. Thank you. Danke, Hanno. Thanks. Ja, er ist froh, dass das Spiel vorbei ist. Er hat den Steelers gratuliert zu einem sehr, sehr guten Spiel. Er sagt auch, dass das das Beste, also die beste Mannschaft war, gegen die die Füchse in dieser Saison spielen mussten. Am Freitag hat Weißwasser ja die Frankfurter Löwen geschlagen, glaube auch mit 6:1, und er meint, dass sie da viele Körner gelassen haben und heute einfach nicht mehr die Energie aufs Eis bringen konnten, die es braucht, um in Bietigheim bestehen zu können. Ja, 17 Spieler oder 17 traurige, saure Spieler und auch die Training, also das Coaching Staff werden jetzt den Weg zurück nach Weißwasser auf sich nehmen, dort wieder regenerieren, und dann sagt er noch so schön, die Schlacht ist zwar verloren, aber der Krieg ist noch nicht vorbei, und ja, die Saison ist noch lang. Kevin, deine Stimme zum Spiel. Ja, schönen guten Abend. Ich denke, alle waren überrascht mit Weißwasser spielen Freitag. Sie haben die Meister geschlagen, 6-1. Und die Weißwasser-Mannschaft spielt sehr gut Eishockey. Man hat gesehen Freitag, auch in der letzten Zeit. Es ist eine Mannschaft, das kämpft für jeden Zentimeter. Und ich habe gehofft, dass die 6-1 Mühe machen. Das ist nicht einfach. Und waren sie, und wir waren auch nicht glücklich mit unserem Spiel Freitag. Wir haben in Ravensburg hervorragend die ersten 20 Minuten gespielt und dann vergessen, dass Eishockey 60 Minuten, und wir haben bezahlt. Und die Jungs wollten, wie Hanno hat gesagt, die Jungs wollten unbedingt heute gewinnen. Das war knapp, die ersten 30 Minuten, ja, 1-0. Wenn sie hätten ein Tor geschossen in dieser Liga, das kann sehr schnell die Momentum wechseln. Und Gott sei Dank, wir haben das zweite Tor geschossen. Elia hat uns ein Spiel gehalten, weil er muss. Und die Jungs haben wirklich das Spiel zu Hause gebracht. Und es waren sehr wichtige 3 Punkte für uns. Dankeschön. Danke, Kevin. Gibt es Fragen von Seiten der Presse? Ja. Ja, Frage geht an Kevin Godet. Heute 3 Zehner kassiert. Ja, wie zu temperamentvolle Spieler, oder ist da einfach ein mit einem der Gaul durchgegangen? Ich bin ein Mann, das glaubt, dass du gewinnst nicht in die Strafbank. Und bis auf die letzten 2 Jahre, meine ersten 4 Jahre, wir waren immer die wenigste bestraft Mannschaft. Ja? Und wir waren niemand im Finale, niemand erster Platz. Und das ist ein Teil of der Grund. Man gewinnt nicht in die Strafbank. Und heute, diese Saison, wir kriegen ein bisschen zu viel Strafe. Wir haben auch 5 oder 6 in Ravensburg gehabt, und ich habe einen Punkt gemacht heute über das. Und die ersten 40 Minuten waren eigentlich gut. Und dann natürlich die letzte Drittel Führung, und man verliert ihr Kopf. Man kann immer die Schiedsrichter Schuld geben, bla bla bla, aber am Ende hast du recht, das geht nicht. Gibt es weitere Fragen? Dem scheint mir nicht so. Dann wünschen wir unseren Gästen Safe Trip Back Home to Weißwasser. Ja, und für die Steelers geht's am Freitag nach Bad Tölz zum Aufsteiger, und am Sonntag um 17 Uhr ist dann wieder Derbyzeit hier im Ellental. Dann sind zu Gast die Heilbronner Falken. Bis dahin allen eine gute Woche. Ade.